Das Lenkrad hier wurde gerade von Tim intensiv aufbereitet. Wie du das auch selber zu Hause machen kannst, zeigen wir dir in diesem Video. Wie du dein Lederlenkrad reinigst, haben wir dir schon mal gezeigt. Und auch da haben wir erwähnt, dass es häufiger mal passiert, dass gerade durch den Schmutz und den Handschweiß die Lenkrad-Lackschicht, also der Klarlack oben drauf, kaputt geht und bei der Reinigung dann runterkommt oder vorher schon. In diesem Video wollen wir dir mal zeigen, wie du zu Hause das selber machen kannst mit einigen Produkten und zeigen dir auch mal die Abgrenzung zur Profi-Reparatur. So schwer ist es gar nicht und du kannst auch wirklich schon viel zu Hause erreichen. Bleib dran, jetzt geht's los. Im ersten Schritt reinigen wir das Leder, um Verschmutzung zu entfernen. Wir verwenden hier die Lederreinigungsbürste und Lederreiniger stark. Das geht einfach am schnellsten und effektivsten. Wichtig ist, es spritzt hierbei ein bisschen. Also entweder wischst du das Cockpit danach nochmal ab oder du deckst es dir mit Handtüchern ab, je nachdem, in welchem Schritt des Reinigungsprozesses du die Färbung machst. Es bietet sich aber an, das relativ am Anfang zu machen, aber da findest du deinen Weg. Lederreiniger dann anschließend abwischen und danach müssen wir das Lenkrad entfetten, damit die Farbe dann noch optimal haften kann. Du kannst hier Lederreinigungsbenzin nehmen, kleiner Tipp, verwende den Lösungsmittelreiniger, der ist deutlich effektiver, löst die Farbschicht auch an und gibt dann am Ende eine bessere Haftung. Wisch dafür einfach das Lenkrad mit einem Mikrofasertuch und Lösungsmittelreiniger gründlich ab. Mach das im Zweifel zweimal, weil hier entscheidet sich, ob du eine gute Haftung hast oder nicht. Im nächsten Schritt tupfen wir dünn die Grundierung. Das unterscheidet sich so ein bisschen von der normalen Amateurmethode. Durch diese Grundierung haben wir einfach eine bessere Haftung, aber hier ist ganz wichtig, sie muss wirklich dünn getupft sein, sonst drückt sie sich später durch die Farbe durch und das Lenkrad wird klebrig, also ganz, ganz dünn drücken. Die ist auch tupfen, die ist auch sehr wässrig, deswegen hier ein bisschen Vorsicht und zwischendurch mit einem Föhn trocknen, im Zweifel lieber eine zweite dünne Schicht, falls nötig, aber man kann das eigentlich beim ersten Mal gleichmäßig dünn auftupfen. Bei lackierten Bereichen bzw. nicht zu färbenden Bereichen musst du gegebenenfalls abkleben, gerade wenn es Alcantara ist oder so, dann auf jeden Fall abkleben. Wenn es ein lackierter Bereich ist, kannst du die Farbe einfach abwischen, das ist gar kein Problem. Wir nehmen dann Leder Fresh in der Farbe Schwarz und tupfen es in mehreren dünnen Schichten auf. Wichtig ist hier wirklich dünn zu tupfen, das macht das Ergebnis sehr gleichmäßig, homogen und eben wie neu. Sollte dir mal ein bisschen Farbe auf den lackierten Bereich kommen, einfach abwischen, hast du da empfindliche Bereiche einfach vorher abkleben. Als letztes stellen wir ein mattes Finish her. Dafür siehst du, dass ich mir ein paar Bereiche oder dass wir uns ein paar Bereiche hier abgedeckt haben, damit wir die eben nicht mit betreffen. Vor allen Dingen den Cockpit-Bereich und die lackierten Bereiche. Aber auch auf den lackierten Bereichen kann ich es abwischen. Wir nehmen Lederfinish Spray Matt und sprühen das in mehreren ganz dünnen Schichten auf. So erhalten wir ein schönes mattes Finish, trocknen zwischendurch mit dem Föhn. Und wenn wir irgendwo eine Stelle haben, wo es noch ein bisschen zu stark glänzt, dann können wir nochmal nachsprühen. Das war jetzt hier die Do-it-yourself, ich sag mal, jedermann, jede Frau Methode. Jetzt kommt noch ein kleiner Profi-Tipp, um das Ergebnis noch weiter zu verbessern. Vorher allerdings wischen wir nochmal die ganzen Bereiche mit Reinigungsbenzin ab, damit wir die ganzen Überstände eventuell abwischen können. Wie gesagt, das ist gar kein Problem. So lässt sich das einfach runterwischen und macht überhaupt nichts aus. So, wir haben jetzt hier ein schönes Finish. Es ist seidenmatt. Wenn wir es wirklich komplett matt haben wollen, besonders bei neuen Fahrzeugen, müssen wir den Topcoat matt sprühen. Das ist ein matter Lederklarlack, sage ich mal. Da ist auch 2% Vernetzer drin, also eine Art Härter, die die Farbe widerstandsfähiger macht und wir werden ein deutlich matteres Finish kriegen. Dafür brauchen wir eine Airbrush, Topcoat matt und Vernetzer. Mischen das vorher an, geben das in die Airbrush und sprühen es auch hier ganz dünn auf. Gleicher Schritt wieder vor, Bereiche abdecken, die nicht getroffen werden sollen und dann im Zweifel nochmal mit Entfetter abwischen, falls doch ein bisschen was draufgekommen ist. Und dann siehst du, wir haben wirklich ein schönes, mattes Finish. Das Lenkrad sieht aus wie neu und dieser ganze Prozess dauert, wenn es lange dauert, eine halbe Stunde, macht wirklich viel Unterschied und ist in jedem Fall lohnenswert. Das war die Do-it-yourself-Methode zur Lenkradreparatur mit einem kleinen Schwenk zur Profi-Methode. Du hast beide Methoden gesehen und auch die Amateurmethode zu Hause bringt ein super Ergebnis, deswegen probier es einfach aus, wenn dein Lenkrad kaputt ist. Du hast nicht viel zu verlieren, es kann nur schöner werden und es ist wirklich nicht schwer. Nach 15 bis 20 Minuten hast du echt ein gutes Ergebnis. Wir wünschen dir viel Spaß beim Nachmachen, bis zum nächsten Mal. Hau rein!